Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod und die greifen Ortrazi an. Sollen sie machen. Sollen sie machen. Auto-resolven wir. Kurz mal Pause. Muss wissen, was hier bei Munilins los ist. Und dann müssen wir hier halt bei AT-4 gucken. Einmal nochmal schauen, was da am Boden ist. Ich glaube, ich habe da alle Bodeneinheiten vernichtet, die da waren, aber lieber einmal nochmal nachgucken. Ah, jetzt greifen die hier den Boden an, ne? Ja. Das Ortrazi halt verloren. Dafür haben die bei Munilinst nix mehr. Auto-Resolve, habe ich meinen Moth-Palast verloren. Ist halt so. Dafür nehmen wir jetzt die Flotte hier nach Munilinst. Und hier am Boden ist wirklich nichts mehr. Das ist sehr gut. Allerdings, ja, müssen wir schauen. Aber erstmal nach Munilinst und dann sitzen die nämlich bei Ortrazi fest und können da nicht mehr abhauen. Dann ist es auch egal. Ich muss nur trotzdem schnell dahin, damit die keine Gebäude bauen. Dann kriegen wir die auch schnell wieder vernichtet. Aber jetzt erstmal gucken, dass die keine Verstärkung holen können oder nicht abhauen können, wie auch immer. Und beginnen wir die Schlacht. Dann verlieren sie nämlich hier ihre nächste Hochburg. Oh, eine Validusa, interessant. Komm, nehmen wir eben den Prokursator. Gibt es hier eine Hypervelocity Gun? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 20.000 Crusader. Sind nervig. Aber ansonsten haben sie nichts. Sehr gut. Machen wir den Secretär hier hin. Und dann haben wir Sternzerstörer. Wir haben ISD-1. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Ein paar Ton Falks noch. Oder ein Ton Falk. Damit haben wir noch ein paar Jäger und Bomber. Oh, da ist eine Golan 1. Die habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich nervig. Ihr beiden auch hier drauf. Und alle Jäger und Bomber dürfen hier... Ne, du hörst jetzt mal auf, hier näher ranzufliegen. Aber immerhin, der vernichtet die Golan 1 hier. Und das ziemlich gut. Und die Validusa wird auch platt gemacht. Oha, schneller als ich gedacht hätte. Aber das soll mir ja recht sein. Hier, unser neuer Sekitar. Können wir wirklich, wirklich gut gebrauchen, diese neuen Schiffe. Sehr perfekt. Hier drei hier drauf. Du ebenfalls hier drauf. Und da machen meine Bomber schon. Gute Arbeit, schön, die fliehen. Sehr, sehr schön. Damit gehört der Luftraum über Munilinst uns. Und wir müssen mal gucken, wie es hier generell sonst so aussieht. Bei Bastion, Jamis, Garbrador. Lass uns erstmal Garbrador gucken. Einmal hier rüber. Ja, mit Pause machen. Corvus Minor 4 haben wir. Da ja, müssen wir wahrscheinlich die Einheiten hier von Generis rüberholen, ne? Sind jetzt nicht viele. Aber wahrscheinlich genug, um die hier zu vernichten. Die beiden Turbolaser Refit AT-AT sind mehr als nervig. Wie viel haben wir? Zwei Flugeinheiten. Schön. Ja, fliegt da gefälligst rüber. Hier zwei AT-ATs. Ebenfalls nicht schlecht. Mit den AT-ATs immer schön weitermachen. Und hier bei Cephalor immer schön weiter mit den Flugeinheiten. Ach, Ord Binir ist auch noch nicht unser. Aber vor denen habe ich nicht wirklich Angst momentan. In der Theorie müsste ich wahrscheinlich auch nur die Einheiten hier bei Mario vernichten. Dann würde mir Ord Binir schon gehören. Aber naja. Bei Garbrador haben die auch nichts. Ebenfalls ziemlich gut. Für mich. So, jetzt aber als allererstes mal hier schauen. Wir haben nur zwei Flugeinheiten. Könnte besser aussehen, aber dadurch, dass wir jetzt alle Einheiten von denen weg haben, wird es nicht wenig sein, weil die hier ihr Hauptquartier und so haben, aber jetzt auch nicht so viel wie beim letzten Mal. Nicht diese ganzen Defense-Pods, die mich so genervt haben. Das heißt, zwei Flugeinheiten hole ich auf jeden Fall und dann könnten wir mal schauen. Oh, kurze Pause. Wahrscheinlich zwei AT-ATs, weil wir von denen so viele haben. Wenn wir dann welche verlieren, ist es nicht so schlimm. Eins, zwei. Ihr dürft alle mal da langlaufen. Einer von euch bleibt hier. Ja. Stopp. Du hier rüber. Hier in Repair Station. Ihr seid Störung 1. Fliegt mal hier lang.
Hier, Steuerung 2. Ihr kommt hier hin. Ja, da ist schon ein Turm. Das heißt, die Antiflugtürme werden hier weiterhin stehen bleiben. Ah, das ist natürlich mies. Das ist der nächste Antiflugturm. Den müssen wir erstmal nicht beachten, hoffentlich. Das ist hier. Anti-Infanterieturm. Okay. Oh, der nächste Antiflugturm. Das ist der Tod meiner Flugeinheiten. Oh mein Gott, das sind zwei Antiflugtürme. Das wusste ich nicht. Okay, haut ab. Vielleicht. Den einen haben wir verloren. Oh, nervig, ey. Mega nervig. Ja, wären die ein bisschen schneller, wäre der eine nicht vernichtet geworden. Aber naja. Wir sind schneller da. Und um Artillerie kümmere ich mich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht. Das kriegen wir auch so alles hin. Antifahrzeugturm. Antifahrzeugturm. Auch wenn der zerstört wird, ist mir das egal. Ihr fliegt jetzt mal hier lang. Und die beiden AT-ATs kümmern sich hier. Ah, ist hier irgendwo ein Antiflugturm? Ich sehe noch keinen. Jetzt nochmal so ein Defense-Port. Hier ist das. Da ist ein Antiflugturm. Ist das nervig. Kommt mal alle hier lang. Nehmt euch den Antiflugturm, nicht auf irgendwas anderes gehen. Zerstört den. Jetzt nur drei zu haben ist nicht gut. Und ich merke, ich versinke hier im Boden, meinen Bürostuhl. Gebt mal wieder den Geist auf. Ah, komm schon. Jetzt sitze ich wieder und. Ah, der ist Schrott. Nicht auf irgendwas anderes. Danke. Aber jetzt. Ach, Mann. Okay, das hat keinen Sinn, hier mit Flugeinheiten weiterzumachen, wenn die so viel Flugabwehr haben. Dann holen wir hier einen. Komm, hopp. Ihr beiden dürft jetzt da drüben lang. Und die Bombardierung wäre bereit. Dann lasst uns mal vielleicht einmal hier schauen. Was ist das? Hoffen wir mal, dass das durchkommt. Du setzt hier jemanden ab. Und ja, deren Hauptsitz ist vernichtet. Die Leute dürften hier den Victory Point einfach einnehmen. Hoffentlich. Komm, hier macht man eine Repair Station. Noch eine Repair Station und dann haben wir das hier einfach gewonnen. Die nächste Bombardierung ist jetzt möglich. Gehen wir hier drauf. Dass da keine Einheit mehr rauskommen. Ja, und schon haben wir gewonnen. Oh, die CSA ist damit auch besiegt. Endlich. Flashblind erst wieder verloren, aber dafür die nächste Fraktion hier von der Galaxis getickt. Immerhin etwas. Lasst uns mal hier bei Auron nochmal welche holen, dass wir bei Mario schauen, wie es da weitergeht. Und ihr kommt hier nach Munilinst. Jagger Minor wollen die. Ach, von Ortrasi. Interessant. Ja, da habe ich noch nicht viel aufgebaut. Sollen sie machen. Ich komme gleich mit meinem Supersternzerstörer hier nach Ortrasi. Aber erstmal gucken wir, dass wir Munilinst angreifen. Kein Schildgenerator, kein planetaren Schildgenerator. Ganz schön dumm von denen. Ach, es ist die Map, okay. Und hier ist er aber auch direkt. Das heißt, ich werde versuchen, hier auch mit meinen Flugeinheiten zu punkten. Ist gefährlich, aber wenn ich vier von denen habe, könnte das ausreichen, um den ersten Turbolaser Refit AT-AT zu vernichten. Da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Kommt ihr jetzt, lauft ihr. Drei von euch hier lang. Drei von euch hier lang. Kurz mal Pause machen. Hier auf jeden Fall eine Repair Station holen. Du kommst dahin. So, ihr packt mal eure Flügel ein.
Repair Station. Kann ich hier oben auch schon? Nein, noch nicht. Kann ich noch nicht. Komm schon. Okay, jetzt fliegt man ein bisschen langsamer. Hier noch eine Repair Station und ihr kommt langsam hier runter. Einer von euch darf hier hin. Kurz mal Pause. Was haben wir hier? Den Turbolaser Refit AT-AT, der nicht nach hinten schießen kann. Das heißt, wenn ihr hinter dem bleibt, seid ihr sicher? Oh, komm schon, der hat nur noch die Hälfte seines Lebens. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den. Dann haben wir die schwersten Waffe, die sie haben, schon vernichtet. Klar, da wird noch ein zweiter hier aus dem aus der Advanced Factory oder was das ist kommen. Jetzt vernichte den! Yes! Perfekt. Einmal kurz, das heißt, halt, stopp. Du gehst hier rauf. Und du gehst hier rauf. Alle anderen dürfen nämlich gleich dann wieder weiter angreifen. Nicht, dass die sich hier... Oh Gott, das ist seltlich nah genug, das kann ja nicht sein. Ihr kommt da mal hin. Ihr sorgt auf jeden Fall dafür, dass sie das hier nicht einnehmen. Und dann könnt ihr vielleicht schon mal... Ah, da ist der nächste AT-AT. Das Problem ist, der wird wiederkommen hier aus der Advanced Factory. Deswegen versucht mal, die wegzuhauen. Ja, geht auf die Baracken. Wenn die wegkommen würden, das wäre ebenfalls schön. Na... alle hier auf die Baracken schicken. Ja, der hat nicht geheilt, aber egal. Der hat noch, ist noch im gelben Bereich. Sozusagen, ihr kommt hier mit. Der nimmt das ein. Ihr hier drüben. Wenn wir die beiden, die Baracken und die Advanced Factory schon mal vernichtet kriegen könnten. Das wäre so schön. Ja, wir warten vielleicht, bis wir die andere Landezone da kriegen. Ja, stopp, 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 stopp. Nehmt euch die Baracken. Und dann auf den Moff-Palast. Wenn die keine vernünftige Flugabwehr hinkriegen, ist das deren Problem, nicht meins. Das ist hier, das ist die Mine, die ist ebenfalls egal. Okay, nehmt euch die Heavy Factory. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Und wir können nochmal Flugeinheiten hier hinholen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Stärke momentan. Wieder auf den, dann auf den. Schneller, gleich können wir bombardieren. Ah, wunderschön. Ihr beiden kommt auch hier runter geflogen. Ah, okay. Nee, alle von euch. Ah, vielleicht verlieren wir einen. Einen verloren, zwei verloren. Ah, das ist natürlich blöd. Kurz mal Pause machen. Bombardierung hier drauf. Mal sehen, ob das geht. Ihr lasst euch auf jeden Fall jetzt hier heilen. Ihr kommt hier runter und hier holen wir 1, 2, 3, 4. Das Problem ist, ich weiß, hier ist ein Turbolaser AT-AT. So ein Turbolaser Refit-Ding. Das ist unschön. Aber die scheinen ganz gut durchzukommen hier. Heilen die sich alle? Die heilen sich alle. Ihr seid jetzt alle Steuerung 1. Ah, da ist er. Da ist er. Der macht mich relativ schnell fertig, ist das Problem. Und ich glaube, meine Bomber sind nicht durchgekommen hier. Sehr schön. Was hat uns denn jetzt da oben vernichtet? So, ihr vier ebenfalls hier lang. Ja, die Bomber sind nicht durchgekommen. Die müssen irgendwo abgefangen worden sein. Aber hier ist immer noch kein Antiflugturm. Ah, wahrscheinlich hat mich das getötet. Dann war da in der Mitte irgendwo ein Antiflugturm. Okay, greift die verschiedenen. Ja, jetzt verlieren wir hier Einheiten. Kommt nochmal hier lang. Jetzt könnten wir bombardieren. Was bombardieren wir denn? Pff, das hat sowieso kein Leben mehr, aber egal. Haut ab hier. Was ist da? Der Energiegenerator. Kommt mal mit, nicht, dass sie das da wieder einnehmen. Hier alle hier lang. Ihr dürft euch hier heilen. Das ist sehr gut. Hier ist niemand. Du lässt mal Einheiten da. Wie sieht's hier aus? Türme. Interessant. Wir könnten bombardieren. Ah, der geht nochmal wieder zurück. Och, dass sie jetzt hier nicht aufgeben, ne? Das nervt mich. Das nervt mich gerade sehr.
Wie viel können die dann noch haben? Da wäre der Antifaktum gewesen. Komm schon. Ihr seid hier hochtechnisierte AT-ATs. Das müsst ihr doch schaffen können. Ihr nehmt euch hier... Jetzt fliehen sie endlich. Meine Güte, du. Meine Güte. Zurück zur Galaxiskarte. Damit gehört Mooney Lins uns, Leute. Und... Ja, was haben sie hier hingeholt? 2 Sternzerstörer. Und 1 Sternzerstörer ist noch da. Ja, sollen sie machen. Ups. Ich will hier nach Angst Minor. Wohin denn jetzt? Wahrscheinlich jetzt die Bodeneinheiten nach Jagger Minor. Das wäre nervig, aber auch kein Beinbruch. Wenn wir hier mal starten könnten, wäre das schön. Danke. Holen wir die schnell rein. Und dann... Die haben schon die Capital Shipyard gebaut. Wie schnell sind die? Aber deswegen wollten die auch nach Ortrasi, weil die sonst nirgendwo eine Capital Shipyard haben. Dann den Karak mal hier rein. Bisschen Anti-Jäger und Heilung. Architons. Ja, komm, nimm dir eben hier die kleinen Sachen. Ist das nervig, ich hätte schneller reagieren sollen, dann hätten die auch keine Capital Shipyard und nix. Vernichte das Ding hier, nimm dir den Karak vor. Und den anderen Karak. Kleine Sachen hier müssen weg. Den Vindicator. Den Strike-Kreuzer und sie fliehen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit müssen wir nur am Boden bei Ortrasi gucken, aber auch das sollte schnell gehen. Ich glaube nicht, dass die schon so viel hier haben werden. Das hier rüber. Dann generiert die Einheiten nochmal hier rüber. Und die schnappen sich jetzt hier Jagamina. After Resolve haben wir den Moff-Ballast verloren, aber damit dürfte hier relativ wenig passieren. Hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt hier einen Moff-Palast und das war's. Da kann ich meine Gleiter relativ schnell einsetzen und nutzen. Da wird das Imperium nochmal frech. Ach, es ist die Map. Ist ein Albtraum, aber naja. 1, 2, 3, 4 und wir haben gewonnen. Du kannst mal Einheiten raushauen. 6. Jetzt haben wir 8. Fliegt darüber. Ah, das sind all ihre Infanterieeinheiten. Oh, noch nicht alle Infanterieeinheiten. Oh, das sind aber viele Infanterieeinheiten. Dafür, dass ich gehofft hatte, dass die nur hier den Moff-Ballast hatten. Aber vielleicht haben sie eine Infanterieeinheit. Ach nein, die kriegen hier. Ich will auf jeden Fall gucken, dass die... Oh, wir haben schon eine Einheit verloren. Durch hier den Anti-Flugturm bitte. Dürfen die Bunker nicht kriegen, aber den einen Bunker haben sie jetzt wahrscheinlich gekriegt. Vernichtet den Moff-Palast hier bitte. Du läufst mal da lang, zusammen mit den beiden hier. Während wir hier den Moff-Palast weiter verwüsten. Wir können bombardieren, das ist perfekt. Das bedeutet, wir können ihren Bunker da drüben wegbombardieren. Die Zivilisten da. Und wir haben den nächsten verloren. Immerhin, hier sind sie noch nicht. Bombardierung hier drauf. Wir holen noch eine Flugeinheit. Jetzt vernichtet das Ding doch endlich. Ach, da ist der Anti-Flugturm der nächste. Gut, in die Richtung nicht mehr fliegen. Das Ding ist Schrott, sehr schön. Ja, nein, 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 kommt einfach nur so hier lang. Du darfst hier rauf. Geht mal dahin. Halt einfach weiterhin gucken, dass sie keine Bunker mehr hier kriegen.
Und ihr beiden dürft auch nochmal hier rauffliegen. Was haben die denn jetzt noch? Warum fliehen die nicht? Ja, zerstört immer das da. Vielleicht, wenn die jetzt hier weg sind, vielleicht war es das dann für die. Immer noch nicht. Nein, ihr seid mir da ein bisschen zu nah am Geschehen. Was ist hier? Ah, das sind noch Zivilisten. Aber ist das wirklich das Einzige, was sie noch haben? Ich weiß nicht, was hier sonst noch ist. Okay, sie fliehen, ja. Gut, dass sie fliehen. Ich weiß nur nicht, warum. Also, beziehungsweise, warum wir noch nicht gewonnen haben. Naja, ist auch egal. Wir gehen nach Yagaminor. Vernichten das da. Und ich hätte gern ein... Jawohl, das habe ich noch hingekriegt. Dann haben wir es auch bei Yagaminor. Ich hoffe, dass sie da dann noch überhaupt gar keinen Moff-Ballast hinkriegen. Und dann können wir noch Gabrador 3 und da weiter Verwüstung anrichten. Ich glaube auch, lange dauert es nicht mehr. Vielleicht 3 Folgen maximal. Können wir uns langsam überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Werde ich wahrscheinlich jetzt mal die Tage eine Umfrage machen, was ihr als nächstes sehen wollen würdet. Ich glaube, ich werde eine Galaxis-Eroberung mit irgendeinem Mod machen, sei es jetzt Awakening of the Rebellion, Thrawn's Revenge, Fall of the Republic, was auch immer. Und gleichzeitig mal die Kampagne vom Grundspiel machen. Ich glaube, da habe ich Lust drauf. Es ist dann nur die Frage, welchen Mod und welche Fraktion wir nehmen. Und wir haben gewonnen. Ich trinke noch einen Schluck und wir gucken, wie es weitergeht. Ja. Hier kommt mal hier hin. Du kannst dir Jams angucken und... Also 2 Turbo Laser Refit AT-ATs. Das wird schwierig mit den Einheiten, die ich hier habe, das zu schaffen. Aber nicht unmöglich. Und dann haben die noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten, die Imperialen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Aha, einmal Cauldron Nebula für die CSA. Einmal Mario und einmal Escion. 643er Flotte, 403er Flotte. Ja, Jamis hat auch nicht mehr viel. Ich glaube, da können wir einfach all unsere Flotten drin aufbrauchen, sozusagen. Hey, wir greifen mit einem Probe Droid an. Ist das eine Einheit, mit der man kämpfen kann? Ich glaube, ich habe das noch nie probiert. Ich vermute nicht. Schade. Das wäre ganz cool, wenn mal Probe Droids hier als Einheiten hinzugefügt werden könnten. Aber naja. Wir haben zum Glück noch nichts. Das ist perfekt. Pause. Das ist nicht so gut. Ihr müsst starten. Sonst hauen die euch hier weg. Und das ist ebenfalls nicht so gut. Ja, der AT-AT wird sich jetzt nicht bewegen können. Aber wenn wir das jetzt hier nicht bauen, dann haben wir hinterher gar keine Infanterieeinheiten. Ah, der hat's überlebt. Okay. Das gibt's ja nicht. Hier Steuerung 1. Und der eine ist hier von einer Bombe erwischt worden. So. Bisschen schneller. Problem ist, die kriegen ja jetzt auch Infanterie. Du kommst hier lang. Und ja, alle fliegt mal alleine hier rein. Der eine, der verwundet ist, muss dann halt warten. Und durch die AT-STA, die dürften relativ schnell platzen. Dann haben sie, glaube ich, 2 Einheiten. Aber immerhin bisher den Bunker hier nicht eingenommen. Ja, die verlieren jetzt Leben, dank einem Flugabwehrturm und einem Turbo Laser Refit AT-AT. Interessant. Aber immer noch nicht diesen Dingsbums hier. Oh oh. Nein, jetzt mach doch hier. Das darf nicht vernichtet werden, sonst haben wir überhaupt gar keine Infanterie und keine weiteren Möglichkeiten, hier was zu bauen und so. Okay. Hier lang.
Nochmal hier hin. Ihr hier hoch. Die dürfen auf gar keinen Fall da irgendwas kriegen. Gut, noch keinen Bunker. Das ist sehr gut. Der Turbolaser Refit AT-AT schießt allerdings. Er hat sich aber auch vom Anti-Flugturm entfernt, was ebenfalls ein Vorteil für uns ist. Zurück. Och nee, das gibt's doch nicht, dass jetzt hier einer zerstört wurde beim Fliehen. Was ist das? Anti-Flugturm, das darf ich denen nicht... Das darf nicht passieren. Zu gefährlich. Und hier den AT-AT jetzt nochmal nehmen, ne? Nicht zu weit da rein, sonst zerstören die euch. Ihr dürft mal hier raufkommen und das nehmen. Du kommst ebenfalls mit. Hier machen wir einen Antifahrzeugturm. Was ist das denn? Wir haben einen T-16. T-16 Skyhopper. Frech. Ah, der haut ab. Das ist schade. Aber gut, dann könnt ihr mal in... Ja, erstmal euch heilen. Dann wollte ich in die Richtung gucken gehen, aber nein, das ist vielleicht nicht so schlau. Hier weiter, ihr kommt hier rauf. Wenn ich da jetzt nicht schnell bin, sind die da leider schnell. Und wieder zurück. Die sind da, aber ich glaube, ja, die haben keine Ambitionen, sich das zu holen. Das ist perfekt. Wir können bombardieren. Ich weiß noch nicht, wohin ich bombardieren sollte, deswegen mache ich es noch nicht. Aber mit ein bisschen Glück kriegen wir auch einfach hier die Landezone und können drei weitere AT-ATs reinholen. Von daher, kommt mal hier runter. Das hier, das kriegen die leider. Okay. Hey, hör mal auf hier, du bist nervig. Nächste Bombardierung könnte anstehen. Ja, ihr bleibt bitte auch hier. Was ist da nochmal wieder? Infanterieeinheiten. Wir müssen mit Dings aufpassen, mit Anti-Flugtürmen. Repair Station hier für die AT-ATs, die ich... okay. Bombardierung draufhauen, mal sehen, vielleicht kommt es ja durch. Das ist für die eigentlich zu riskant. Ah, werden angeschossen, aber ich glaube, der wird von der Bombardierung getroffen und wird vernichtet. Perfekt. Perfekter könnte es nicht sein. Ihr dürft mal hier langlaufen. Ihr lasst euch nochmal heilen. Das läuft... Oh, da ist aber der nächste, aber den haben wir ja schon so ein bisschen angefressen. Das bedeutet aber auch, die beiden AT-ATs kriegen da keine Probleme mehr. Hier Anti-Flug... Nein, zum Glück nicht. Dann hätte ich jetzt richtige Probleme, aber ist hier nicht. Ist überhaupt nicht überall Anti-Infanterie. Ja gut. Wenn das der einzige Anti-Flugturm... Ah nein, da ist noch einer. Bombardier doch jetzt! Wie lange dauert das denn? Sehr gut. Okay, damit haben die absolut keine Feinde mehr, keine Probleme mehr. Und sollten jetzt hier die Möglichkeit haben, alles zu vernichten. Wir haben gewonnen! Jagaminor gehört wieder uns. Sehr, sehr schön. Komm schon. Und damit kann... Ja. Da waren die aber kurz davor, einen Moff-Palast zu kriegen. Einmal kurz Pause. Ich schmeiße meine Einheiten da. Das ist kein Supersternzerstörer mit Beine. Das sind... Warte mal. Du bist extra. Hier haben wir noch unseren Bellator. Ist egal. Ich schmeiße jetzt diese komplette Flotte an... Sternzerstörern Richtung Ession. Die Neue Republik kann große Schiffe nicht mehr nachproduzieren. Das heißt, jedes einzelne Großkampfschiff, so MC-80 und größer, was ich vernichte, kann die nicht nachproduzieren. Und wenn ich dann meine komplette Flotte verliere, verliere ich meine komplette Flotte. Aber wenn ich denen dann irgendwie 100 Punkte ziehe, soll das so sein. Oh, Interdiktor. Oh nein, ich kann nicht fliehen. Bitte, bitte. Oder auch nicht. Und schon sind seine Interdiktor-Technologien Schrott. Und schon. Auf die Engines. Perfekt. Die Golan.
Und wow, eine Light Frigate Shipyard. Was wollen sie machen? Ja, Fleet. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Perfekt. Oh, da waren Bodeneinheiten bei. Na gut. Die hätte ich vielleicht noch vernichten können, aber egal. Die nächste Bodenschlacht steht uns dann bald bevor. Aber da muss ich gucken, dass ich hier bei Generis weiter Flieger baue. Wie viele sind da jetzt? Einer. Das ist nicht viel. Hier weiter AT-ATs am besten. Und bei Ascion jetzt eine fette Raumschlacht. Wie viele haben die denn? 19 MC-80s, 4 Dauntlesses und hier die Uvla Lilor. Wenn wir die Uvla Lilor besiegen könnten, das wäre schon richtig gut, weil die ist ein Interdiktor. Dann kann ich halt meine Einheit nicht rausziehen. Und wenn ich jetzt bereit bin, diese Sternzerstörer hier sowieso zu opfern, wäre es nur fair, wenn die wenigstens Uvla Lilor besiegen könnten. Schauen wir mal. Ich will, dass die Kleinholz machen aus denen. Ach, guck mal, die ist sogar hier an der Flanke relativ alleine. Das nehme ich. Eliminator hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ein paar IPVs dazwischen sprenkeln, die Jäger und Raketen abwehren können. Alle auf Uvla Lilor. Yes. Den Gravitationswellengenerator. Engines. Der Liberator ist auch schon Schrott. Ich meine, den Liberator und die MC-40A werden die ersetzen können. Das ist doch mal eine Schlacht, oder? Der erste MC-80 platzt auch schon. Perfekt. Oh, nein, komm schon. Ich will euch alle haben. Ich glaube, von den MC-80s haben die 19 oder so. Müssen wir gucken, dass wir einen nach dem anderen vernichten. Auf den nächsten MC-80. Ah, ich weiß nicht, ob die Dauntless mit so einer Heavy Frigate Shipyard bauen können. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht. Komm, brech durch die Schilde durch. Vernichtet so viel ihr könnt. Sehr gut. Und jetzt hier, ah, guck mal, die Dauntless hat auch schon keine Schilde mehr. Können wir auch vernichten hier drüben. Und dann vielleicht den Majestic hier. Ich glaube, den können sie auf gar keinen Fall bauen. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Je mehr wir vernichten, desto besser. Den Majestic hier drüben noch weghauen. Und dann können wir mal gucken, wie viel aus so einer 600er Flotte dann wird. Wenn man mit 6 Sternzerstörern und einem Helden angreift. Aber ich glaube, ich ziehe mich jetzt trotzdem zurück. Wer stirbt, der stirbt. Und wer nicht, kann dann nochmal in dem nächsten Angriff mit dabei sein. Ist fast gerade, schade. Ich vermute, dass wir 3 oder 4 noch rausziehen können. Nur 2? Nein, 3, okay. 3 und den Helden. Und alle meine IPVs sind zerstört. Dafür eine Heldin weg und einiges an Schiffen. Die haben aber nicht mal auf dem Boden irgendwas. Hatten die überhaupt? Ich glaube, die haben nicht mal eine Schiffswerft hier. Oh mein Gott. 495 nur noch. Guck mal, 150 Punkte direkt vernichtet. Perfekt. Mit dem Blick auf die Uhr war es das aber auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und habt euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.